Oh nein. Oh, es tut mir leid, 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 es tut mir leid. Au, au, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Hey. Warum läufst du denn jetzt weg? Sag mal, ich bin am Bluten. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Slay B und wir sind hier im Spiel Next Day. Und im Spiel Next Day wollen wir mal gucken. Ne, das hier wollten wir jetzt nicht gucken, Verzeihung. Wir wollten jetzt mal hier mit dem Mann hier reden. Mit dem Kostjan. Und Kostjan sagt uns jetzt, Jagd nach der Bestie. Oh, hey Kumpel, hat Stas dich geschickt? In Ordnung, du hast die Hauptgruppe verpasst. Geh zum verlassenen Schießstand, dort wurden Wölfe gesichtet. Einer reicht vollkommen aus. Wenn du diese Aufgabe abschließen kannst, dann hast du etwas bei mir gut. Okay, gut, okay. Wir würden dann bekommen einen Verriegelungsbolzen, ein Isolierband, ein Brett, eine Kiste mit Patronen und sogar ein Metallrohr. Und 150 Pitteke. Wir haben uns in der ersten Folge dafür entschieden, also ich jetzt so selber persönlich, dass wir die Währung, bedingt durch dieses komische Peter, Pitteke. Nein. Deswegen, können wir 150 Pitteke. Das ist super. Ja. Kostjan. Ja. Ja, dann gehen wir mal. Ja. Okay. Also, wir sollen jetzt einen Wolf töten. Also, wenn wir jetzt nochmal Tabulator-Taste drücken, dann können wir auch hier sehen, erreiche die Höhle des Wolfs. Wir müssen die Bestie wohl dann auch töten. Wir könnten das Ganze auch ablehnen. Aber wir wollen das Ganze jetzt mal machen, weil wir wollen jetzt hier möglichst alles hier erleben, was man erleben kann. Und ich sehe schon, hier kann man nicht durch. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, gehen wir einfach hier um die Kurve. Das ist gut. Die Seile, ja, Seile, Seile, Seile. Ja. Und, hepp! Okay. Das hat funktioniert. Nun denn, dann... Oh je, oh je. Also, uns wird jetzt hier irgendwo ein Wolf sehr wahrscheinlich begegnen. Oh, wir sehen schon das rote Dreiecksding da über dem Kopf. Den roten Pfeil. Och, ich will keinen Wolf töten. Wölfe sind wie Hunde, nur eben halt ein bisschen böser. Was heißt böse, aber... Oh je, oh je. Okay, okay, okay. Es tut mir leid, es tut... Was? Okay. Komm, Wölfchen. Wir haben leider eine Mission zu beenden. Und jetzt hängst du am Busch fest. Das ist der Tast jetzt davon. Komm, ich helfe dir. Okay, okay. Okay. Und, oh nein! Oh, es tut mir leid, 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 es tut mir leid. Au, au, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Hey! Warum läufst du denn jetzt weg? Sag mal, ich bin am Bluten. Wölfchen? Wölfchen? Wölfchen, komm her. Komm, komm, Wölfchen. Oh Gott, Wölfchen. Okay, 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 Verbandskasten. Häuten. Aber wir sind noch im Bluten, ne? So wie die Sachlage aussieht, müssen wir uns gleich verbinden. Wir müssen ihn leider noch häuten. Ich will auch gar nicht so genau hingucken. Wir können uns dann währenddessen ein bisschen die Landschaft angucken. Die ist auch schön. Das ist eine schöne Landschaft. Aber, boah. Okay, neuen Gegenstand hinzugefügt, super. Und wir sind immer noch im Bluten, deswegen sollten wir das hier mal verwenden. Okay, ich glaube, wir sind uns jetzt am Verbinden. Okay, wir nehmen Tabletten, die haben wir jetzt schon genommen. Jetzt haben wir hier noch sowas zum Trinken. Das kippen wir uns auch noch so imaginär. Wir machen das alles imaginär. Rein, so, wunderbar. Kopf und Nacken, alles klar. Jetzt hier noch so eine Spritze. Das war's. Jetzt geht's uns wieder gut. Können wir noch häuten? Wir haben doch schon gehäutet. Du brauchst einen scharfen Gegenstand. Wir haben doch einen scharfen Gegenstand. Wir haben doch unser Messer. Könnten wir den auch noch mal häuten? Oh ne, hör auf damit. Das war doch nur Spaß. Wir haben dich ja schon gehäutet. Oh Leute, guckt weg. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch zurück. Ich möchte den jetzt nicht noch mal häuten. Das ist jetzt wirklich gut. Und, ja, okay, super. Jetzt haben wir es sogar zweimal gehäutet. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen.
Und dann gehen wir zurück. In welche Richtung denn? Ich glaube, da lang, ne? Sagt die Karte uns das auch? Okay, wir befinden uns hier. Ne, hier sind wir. Und hier müssen wir hin. Mit dem Kostjan müssen wir jetzt wieder reden. Und dann begeben wir uns mal am besten direkt in die Richtung. Bevor hier nochmal irgendwie was kommt. Irgendwie höre ich im Hintergrund irgendwas schnauben. Irgendwas schwer atmen, aber kann auch sein, dass ich mir das Ganze nur einbilde. Ach, hier kann man. Aha! Wir können auch Beeren sammeln. Aber das machen wir vielleicht später. Wir müssen jetzt erstmal das Fleisch da zurückbringen. Wir wollen uns so einigermaßen an den Plan halten. Aber ich denke mal, dass wir auch irgendwann Beeren sammeln müssen. Dann wissen wir schon mal, aha, da gibt es Büschchen. Und da können wir auch Beeren sammeln. Ob die jetzt giftig sind oder ob man die essen kann, ist jetzt die Frage, ne? Aber das werden wir spätestens dann herausbekommen, wenn wir sie dann verdaut haben. Dann gehen wir mal noch hier lang. Und jetzt kommen hier lauter Nachrichten und. Ups. Ignorieren, einfach ignorieren. Können jetzt nicht, sind in der Aufnahme. Hi! Hallo! Ich hab Was hier, geht, was habe Junge? ich hier? Jagd nach der Bestie. Verdammt, du bist verrückt. Okay, machen wir uns an die Arbeit. Ich besorge dir etwas Schrot. Oder besser gesagt Schrott und nicht Schrot. Also ich besorge dir etwas Schrott, um eine behelfsmäßige Waffe herzustellen. Suche unter den Baracken nach einem Rohr, das du als Lauf verwenden kannst. Behalte den Rest und mach dich dran. Wir sind mit Waffen nicht sehr gut ausgestattet. Dieses behelfsmäßige Gewehr muss erstmal einmal genügen. Komm dann wieder her, es wartet mehr Arbeit auf dich. Alles klar, das hier kriegen wir jetzt bestimmt. Yay! Oder? Haben wir das jetzt? Ja. Alles klar. Nahrung. Also das hier könnte man so essen. Moment, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, müssen wir gerade hier gucken. Verriegelungsbolzen. Kleiner Metallbolzen. Kann für die Herstellung einer behelfsmäßigen Waffe verwendet werden. Waffe. Isolierband, Band, mit dem Drähte, Kabel und andere Dinge umwickelt werden können. Macht Sinn. Brett. Ein gewöhnliches, trockenes Brett. Kann für die Herstellung einer behelfsmäßigen Waffe verwendet werden. Alles klar. Und könnten wir hier auch unser Fleisch irgendwie braten, garen? Ja, da steht sogar was. Okay, dann setzen wir uns mal gerade hier so ein bisschen hin. Ja, gut, der Rauch hier ist jetzt gerade so ein bisschen blöd. Ich denke, wir versuchen jetzt mit unserer Wedelei von unserer Hand auch ein bisschen das Feuer so anzufachen, damit die Glut wieder etwas mehr kochen ist beendet. Okay. Ein Gegenstand hinzugefügt. Okay. Okay. Können wir noch rohes Fleisch? Ja, wir können noch kochen. Ich sehe jetzt gerade hier unten haben wir ein Getränkezeichen, ein Pluszeichen und ich denke mal, das für die Gesundheit und Essen. Ich weiß nicht, ob der jetzt Hunger hat dadurch oder ob das noch so weitestgehend okay ist. Ich denke, das wird sich im Laufe der Spielzeit auch noch von selber beantworten. So genau weiß ich nicht. Das ist ja noch grün, also denke ich, das ist noch alles im Rahmen. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier zwei gebratenes Stück Fleisch vom Wolf. Das ist ja schon ganz praktisch. Da hinten ist ein Brunnen, dementsprechend können wir von dem auch trinken. Wir können ja mal ganz kurz zum Brunnen gehen. Mich würde nämlich jetzt mal interessieren, wenn ich da draus trinke, müsste dieses Zeichen ja weggehen. Auf der anderen Seite, das ist ja noch auf grün, das sollte also noch genügen. Aber bitte, dann ziehen wir uns mal gerade hier nochmal ganz kurz imaginär unser riesengroßes Glas mit Wasser hier rein. Das ist echt groß, also da halten wir sogar die Augen dabei zu, weil wir das so sehr genießen, dieses Stückchen von Wasser. Ah, jetzt hat das geschwindet. Okay, gut, dann müssen wir vielleicht tatsächlich was essen. Lege ab, sortieren, verwenden. Alles klar. Ah, da hatten sogar was in der Hand. Guckt an. Man hat jetzt nicht imaginär gegessen, hat tatsächlich schon ein Stück Steak vom Wolf da in der Hand gehabt. Das finde ich schön. Wie sieht da jetzt die aktuelle Situation aus? Finde einen Metallrohr und bastel dir ein Gewehr. Ach so, gut. Ja, das ist gut, dass man immer wieder über Tab dann nachgucken kann, was jetzt die eigentliche Aufgabe ist, weil wenn man dann zwischenzeitlich irgendwas anderes macht, dann vergisst man doch ganz schnell, Moment mal, was war da jetzt eigentlich die Aufgabe? Und so können wir das dann immer wieder nachgucken. Jetzt wollte ich mal gerade gucken, wie ist es denn hier? Aha, hier ist das Metallrohr. Das greifen wir uns jetzt mal bitte. Aha, jetzt aber. Okay, jetzt haben wir unser Metallrohr. Kann für die Herstellung einer behelfsmäßigen Waffe verwendet werden. Alles klar. Alles klar. Dann höre ich sofort ein wenig Gitarre im Hintergrund. Das gefällt mir, das finde ich schön.
Oh ja. Dann gehen wir mal bei dem Mann mit der Gitarre. Dann gucken wir uns dem mal ganz kurz zu. Okay. Dankeschön. Bisschen laut, aber ist okay. Ach so, wir sollen ja basteln. Wir gehen dem Mann da mal ein bisschen aus dem Weg. Weil die ist so schön, die Musik, die kann man auch sogar weiter weg hören. Nein. Jetzt wollen wir erstmal diese Waffe da bauen. Puh. Was? Mit dem hier? In Kombination mit dem Klebeband? Dazu noch den Verriegelungsbolzen. Da fehlt noch was, oder? Oder reicht das? Aha, Herstellungsverfahren für den Gegenstand. Ach so, ich könnte vielleicht jetzt schon die Munition da reintun, oder? Hätte ich jetzt vielleicht tun können. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Heimwerker König. Okay, super gut. Da freue ich mich. Wir haben auch plus 1 in Crafting-Gedöns bekommen. Crafting, Crafting, Crafting. Was ist denn hier Crafting? Ja. Aber auf jeden Fall haben wir irgendwas mit einem Skillpunkt bekommen. Das ist schon mal gut. Das war ein sehr schönes Lied. Das war ein sehr schönes Lied. Applaudiere. Ganz toll. Dann reden wir jetzt mal mit dem, weil wir haben jetzt die Waffe, die wir jetzt hier sollten machen. Nee, так не пойдет. Волыну спрячь, а потом и побазарим. Ja. Nee, так Waffe не пойдет. verbergen, um zu. Ach so, wir müssen die Waffe verbergen, um zu reden. Oha, guck an. Okay, jetzt können wir erst mit dem reden. Еще здесь, что ли? So. Man darf nicht mit dem reden, wenn man noch die Waffe in der Hand an sich hält. Okay, gut, alles klar. Ausflug nach Quaschino. Hier ist etwas für dich. Im nächstgelegenen Dorf im Westen, Quaschino, befindet sich eine Klinik, die noch nicht von den Plünderern leergeräumt wurde. Nimm alles mit, was du dort finden kannst, aber sei vorsichtig. Da draußen rennen viele schräge Typen rum, die dich vielleicht einfach nur so abschießen. Bring alles Brauchbare zu Stas. Er wird dich dafür bezahlen. Wir wissen Stas aus der ersten Folge, das ist der Arzt. Und wir sollen Vitamine holen und Antibiotika und Schmerzmittel. Und wir bekommen dafür einen Schutzanzug. L1 in grün. Leichter Schutzanzug, der vor einer Vielzahl von giftigen Stoffen schützt und zusammen mit Atemmaske über der regulären Kleidung getragen wird. So. Dafür erhalten wir dann noch 500 Pütteke. Super. Dann gucken wir mal, in welche Richtung wir dann gehen müssen. Wir lesen mal ganz kurz nochmal hier so die Sachlage. Erreiche das Krankenhaus. Dann gucken wir mal in Quaschino. Das ist ja hier. Kann man da auch irgendwie einen Pin machen? Nee, aber wir müssen uns auf jeden Fall rumdrehen. Wir müssen in eine andere Richtung als die wir jetzt haben. Wo haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo. Ah, ich sehe es schon. Verzeihung, ich habe am Anfang noch nicht gesehen, aber jetzt sehen wir da so leicht diesen Punkt, wo wir hingehen müssen. Das ist so 450 Meter entfernt. Wird jetzt wohl ein bisschen. Was ist das hier? Ein altes Motorrad mit Sozius-Sitz. Können wir leider nicht fahren. Schade. Nützt alles nichts. Tschö. Bin ja bald wieder da, sehr wahrscheinlich. Hoffentlich. Jetzt haben wir die Waffe. Aber vielleicht sollten wir uns mit einem Messer ausstatten. Ich weiß nicht. Eins. Jetzt haben wir das Gewehr. Können wir das auch nachladen? Ja, das können wir. Ah, da geht nur ein Schuss rein. Okay. So wäre dann die Sicht beim Schießen. Okay, alles klar. Ja, dann laufen wir mal zum Ziel. Ich denke, das müsste ja zu machen sein. Wetter ist verhalten, würde ich sagen. Vom Wetter her, die Vögelchen zwitschern schön. Ja, doch noch irgendwo, wo noch so ein bisschen knarzt und so. Also mit den Vögelchen gefällt mir schon sehr gut. Auch der Boden an sich ist alles soweit es geht sehr gut generiert. Man kann natürlich. Ja, nee, den Baum da, der hält mich auf. Der Busch hier auch. Man kann sie nur so streifen, das ist okay. Ja, Wetter, was meine ich mit Wetter? Ist ein bisschen verhalten. Könnte ein bisschen blauerer Himmel sein, aber ich denke, das ist ein bisschen grau und grau. Ist jetzt nicht so wahnsinns tolles Wetter. Da hinten sehen wir auch noch eine Siedlung oder so, aber die liegt nicht in Richtung unseres Punktes. Also lassen wir das jetzt mal wortwörtlich links liegen. Und gehen mal weiter. Da hinten ist auch noch irgendwas. Okay.
Nee, wir wollen gezielt zu unserem Punkt gehen, das ist unsere Aufgabe. Zwischenzeitlich sehen wir hier, können wir hier natürlich an den Büschen da ein bisschen was abfriemeln oder abhiedeln, wie ich so gern sag. Aber wir müssen uns hier durchkämpfen. Ich hoffe jetzt nur, wollen wir mit den Steinen auch Antwort machen? Nein, die Bäume sind Bäume. Aha, hier kommt ein Weg. Okay. Hier kommt noch ein kleiner Zahn, da müssen wir gerade beherzt drüber springen. Wir sehen auch rechts unten ist so ein grünes Männchen, was uns wo angibt, dass wir jetzt im Moment gerade ein bisschen in Geschwindigkeit sind, weil wir machen ja so einen kleinen Jogginglauf hier. Rennen ist das hier jetzt noch nicht, das ist jetzt nur so ein bisschen körperliche Betätigung an sich. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ist das was? Das ist nur ein Rad. Okay, alles klar. Gut, dann. Da war aber was. Da war aber was. Oder? Nee. Doch. So, wie komme ich da dran? Ich will da dran kommen, das ist ein Messer. Also, mit X kann man sich hinlegen, so wie es in der Anleitung steht, aber irgendwie bücken wir uns dann auch nur mit X. Ah, jetzt kann man holen, jetzt kann man holen. Ja, jetzt haben wir ein Jagdmesser, noch zusätzlich. Industriell gefertigte Nahkampfwaffe, und das hier ist ein Küchenmesser. Nahkampfwaffe, dann würde ich fast Tendenz sagen, dass wir uns hiermit ausstatten. Können wir das, können wir tauschen? Können wir die dann reinziehen? Ja, das geht. Ich denke, Jagdmesser ist ja vielleicht besser als ein Küchenmesser, wobei Küchenmesser ja auch scharf sind. Hier die Häuser, ich glaube, die könnten wir auch alle noch durchsuchen. Ich möchte jetzt mal gerade ein bisschen noch in der Phase sein, wo wir erstmal so ein bisschen konkret. Ja, Mist! Da haben wir jetzt gefunden. Eine RPG, eine Kalaschnikow, Maschinengewehr. Ach du Schande. Nun gut. Sowas kann man alles hier finden. Nicht nur Medizin, sondern auch Messer und eine Kalaschnikow. Wieso nicht? So, und so wie hier oben steht hier, ne? Naja, das, was da eben halt steht. Deine Aufgabe wurde aktualisiert. Oha. Alles klar. Okay, jetzt sind hier so mehrere Sachen aufgeploppt. Jetzt können wir hier holen. Okay, es gibt noch leichte Schwierigkeiten mit dem Aufnehmen, so wie ich die Sachlage sehe. Schmerzmittel? Ja, komm, steh auf. Willst du aufstehen? Ja, nee, traut sich noch nicht. Aha, jetzt aber. Vitamine? Ja. Okay. Und dann haben wir hier noch. Das sieht aus wie Schmerzmittel, das ist Antibiotika. Hol dir die Belohnung für Ausflug nach Quashino. Okay, ich denke, wir sind hier fertig. Oh. Ja, wir sind zwar hier fertig, aber hey, wenn wir schon einen Armeeverbandskasten mitnehmen können, dann nehmen wir das auch mit und noch Antibiotika und hier doppelt und dreifach. Gar nicht verkehrt, gar nicht verkehrt. Dann hätten wir hier schon. Was ist das? Eine Mullbinde? Und Kumarin. Was ist denn Kumarin? Kumarin ist eine 1%ige Salbe für die externe Anwendung, also von außen, hält Mücken und andere Insekten fern. Aha! Das ist ganz praktisch. Was haben wir hier noch? Mullbinden zum Verbinden von Wunden. Das macht Sinn. Antibiotika unterdrückt sehr effektiv das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien im Körper. Optimal bei einer Erkältung. Okay, Antibiotika, wenn wir Schnupfen haben. Heuschnupfen wollte ich schon sagen. Vitamine zum Naschen wurden zur Stärkung des Immunsystems entwickelt. Einmal täglich einnehmen. Aha, da scheinen wohl mehrere dann drin zu sein, wenn man einmal täglich eine nehmen soll. Okay. Dann haben wir noch hier einen Armee-Verbandskasten. Mit ihm kannst du dir selbst und anderen Soldaten bei Verletzungen helfen. Inhalt: sterile Mullbinden, schmerzstillende antibakterielle, brechreizhemmende, fiebersenkende und als Gegengift wirkende Medikamente sowie Antibiotika. Also da ist alles drin, ja. Super. Ja, nochmal Antibiotika. Hier haben wir noch Vitamine. Läuft. Sehr, sehr schön. Gefällt mir, dass wir das jetzt schon mal haben. Ich sage mal, wenn man so verbandszeugsmäßig und so alles hat, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Was haben wir jetzt noch eingepackt? Nochmal einen individuellen AI-2-Verbandskasten. Schmerzstillende, antibakterielle und brechreizhemmende Medikamente. Das ist gut. Und nochmal eine Salbe für die Anwendung von außen für gegen Mückenstiche und so. Gut. Ich denke, dann sind wir hier weit durch. Ne? Hier waren wir auch schon. Alles klar. Dann könnten wir eigentlich jetzt wieder zurück. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo dieser weiße Punkt ist.
Der versteckt sich noch so ein bisschen von mir. Ich kann mal auf der Karte gucken. Ich müsste eigentlich wieder zurück hier hin. Oder? Wir gucken mal ganz kurz. Geh zurück und hol dir deine Belohnung ab. Hier, wir müssen zurück. Nützt alles nichts. Wir können aber gerade noch hier gucken, Baum gucken. Ja gut, dann... Also es gibt noch sehr viel zu gucken. Also hier könnten wir noch gucken. Ich meine, wir haben jetzt... Im Prinzip haben wir jetzt unser ganzes Fach mit... Medikamenten und Munition voll. So, mal gehe ich auch in die richtige Richtung. Jo, halberwegs. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zurück. Uns wird der Punkt noch nicht so ganz angezeigt, deswegen muss ich zwischendurch mal auf die Map gucken. Weil ich sonst Angst habe, in die falsche Richtung zu laufen. Aber ich denke, das hier sieht gut aus. Wir könnten noch dem Weg folgen. Falls es hier einen Weg gibt. Aber ich glaube, wir waren eben auf einen gestoßen. Dann könnten wir den holen, für heimzugehen. Ja, da kommt doch schon der Weg. Jetzt haben wir unten rechts dieses Getränkezeichen, das uns wohl sagt, dass wir Durst haben. Hm. Ich gehe jetzt einfach mal hier drüber, weil wir müssen ja da in die Richtung. Ja. Ich weiß, das Sitz verfärbt sich das noch. Also wenn es jetzt so wäre, im grünen Bereich ist es noch okay. Da haben wir noch so ein bisschen Durst. Im weißen... Keine Ahnung, wenn es weiß werden würde, dann ja, geht schon langsam zum mittleren Stand über. Und wenn es rot wird, müssten wir wirklich langsam gucken, dass wir was trinken, weil wir ansonsten dann verdursten. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Farbschema da, was das da genau auf sich hat. Aber da kriegen wir auf jeden Fall noch mit der Zeit raus. Ich denke, das müsste schnell geklärt werden. Wir warten einfach mal ab. Wir trinken jetzt einfach mal nichts. Mal gucken, wie das sich da farblich noch entwickelt oder... Ob dieser Balken, dieser Wasserlinie in dem Glas da noch weiter runter sinkt oder ob ich da einfach viel zu kompliziert schon wieder denke, wie es eigentlich überhaupt ist. Ich brauche eine Pause. Okay. Er braucht eine Pause. Und hat Hunger. Dann geh einfach mal leicht. Bis jetzt auch schon viel gelaufen. Dann mach mal ein bisschen langsamer. In der Zeit können wir mal gerade auf die Karte. Können wir auch Karte gucken und gehen. Das finde ich gut. Wir können Karte gucken und gehen. Dementsprechend sehen wir, müssen hier oben hin. Von da kamen wir. Ach, ich bin blöd. Ich bin saublöd. Ich habe gedacht, wir wären hier. Ah, das hier ist ja unser Spielfigur. Wir müssen also jetzt riecht nach links. Hm. Dann bewege ich mich einfach mal. Ne, ich muss schon in die Richtung gucken. So. Aha. Okay, gut. Ich denke, dann können wir uns jetzt auch auf den Weg machen. Glaube jetzt... Na, wie gesagt, ist jetzt hier das zweite Mal, dass ich das Spiel hier spiele. Beziehungsweise in einer Tour aufgenommen und das hier ist jetzt die zweite Folge. Und wie gesagt, das Spiel ist noch absolut neu für mich. Skill-Level erfolgreich gemeistert. Wir sind Held des Sports. Sehr schön. Das freut mich. Ja, wir sind jetzt schon gut gelaufen. Also das gefällt mir, dass es so ein Skill-System hier gibt. Dementsprechend kann man uns ja stetig verbessern. Das ist nicht schlecht, ja. Jetzt sind wir auch in der sicheren Zone, so wie oben wieder angezeigt wird. Ich weiß halt nicht genau, woran das Spiel mich erinnert. Es gibt natürlich jetzt mehrere Spiele, die ich da im Sinne habe, woran sie mich erinnern. Worauf wohl keiner kommen wird, woran mich auch noch so ein bisschen erinnert, wegen dieser sicheren Zone, ist an das Spiel, was eigentlich leider eingestellt wurde, Nether. Falls sich jemand daran erinnert, gerne in die Kommentare. Was dazu schreiben, würde mich mal interessieren, wie ihr das Spiel fandet. Wurde wie gesagt eingestellt und deswegen haben wir jetzt das hier und mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Wir reden einfach mal hier mit dem Stass. Stass, hi! Aua! Wir sind zurück. Wir haben ganz viel hier Zeugs mitgebracht. Du hast es geschafft. Gut gemacht, ich weiß. Ich habe nie an dir gezweifelt. Gib mir die Medikamente. Na, hier bitte. Finde Kostjan. Ja, aber den haben wir doch schon gefunden. Ich habe eine Aufgabe, aber das wird kein Kinderspiel. Nimm einen Schutzanzug mit und verliere ihn ja nicht, denn da draußen bist du ohne Schutzanzug genauso hilflos wie am Nordpol in der Unterhose. Hm, doch so angenehm. Okay, gut. Dann, sagen wir mal gerade ein. Okay, jetzt kommen hier, ja, alles klar. Dankeschön. Mal gucken, wie ich jetzt aussehe. Aufgabe abgeschlossen, Ausflug nach Quajino. Verfügbare Aufgabe, Abstech in den Sumpf. Okay, und wie der Abstecher in den Sumpf aussieht, oh, mit dem, da könnte man auch reden, oder?
Sollen wir noch gerade mit dem da reden? Hallo. Oh, der hat Abstich in Sumpf. Hallo, anscheinend hast du dich hier ein wenig eingelebt. Ja. Ich habe Arbeit für dich. Vor einer Woche ist hier ganz in der Nähe ein Immercom-Helikopter abgestürzt. Heutzutage fallen die ja nicht mehr so oft aus den Wolken, aber der hat einen Volltreffer gelandet, denn er ist in das Lager mit den giftigen Abfällen gestürzt. Na toll. Unser Späher wollte sich das ansehen, aber anscheinend hat er die Tour ohne Rückfahrkarte gebucht. Oh. Ich wette, dass sie gerade an seinen Knochen nagen. Geh hin und zieh dich um. Vielleicht findest du etwas Interessantes. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Du brauchst eine Gasmaske. Hol sie dir bei Stas ab. Pass auf dich auf. Alles klar. Gegenstände, Impfstoff auf Basis eines Antitoxins. Antitoxin TX99. Krieg eine Gasmaske. Schützt die Atemorgane, Augen und Gesicht vor giftigen Gasen. Das ist gut. Wir kriegen eine AKM. Und dazugehöriges Magazin. Dann nehmen wir die Aufgabe noch an. Geht klar. Und dann wollten wir noch... Ich würde sagen, wir reden mal gerade noch mit dem hier. Hallo! Öffne das Lager. Okay. Ja, Lager öffnen. Alles klar. Okay, ich denke, das hier ist Lager. Munition und Aufsätze. So, kann ich das hier lagern? Würde ich gerne da lagern. Weil ich brauche die Waffe, glaube ich, nicht, oder? Ich denke, die ist nicht so gut. Ich bin jetzt irritiert. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe behalten soll oder nicht. Ich würde sagen, wir machen mal eine Creme hier auf Vorrat. Müllbinde zum Verbinden finde ich wichtig, würde ich gern behalten. Sortieren. Okay, gut, jetzt haben wir direkt sortiert. Hier das Messer. Lebensmittel und Wasser. Sonstiges. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Wo ist mein Messer hin? Nein, mein Messer ist weg. Ah, nee, das hier bei Messerabteilung. Okay, gut, dann lassen wir das einfach mal da so. Ach so, wir haben ja noch die Kalaschnikow. Die würde ich gern tatsächlich auch noch auf die Seite legen. Gut, und dann vielleicht noch das Gewehr. Also, dass wir nur mit dem... Oder, ich tue umdisponieren. Wir behalten noch das behelfsmäßige Gewehr, gehen noch bei die Munition und holen uns... mal gerade hier die Munition zurück. Ungefähr so. Das hier halten wir mal gerade hier noch. Und das... Nein. Das hier... Ja, wird automatisch wohl hier. Ja, alles klar. Ich denke, so könnte man lassen. Da haben wir hier noch was. Ihr könnt auch nochmal sortieren. So, super. Okay. Das wäre jetzt das Lager gewesen. Ach so! Guten Morgen. Hier ist das Lager. Haben wir jetzt gemacht, ne? Ein bisschen aufgeräumt und so. Und hier kann man handeln. Man kann dem guten Mann also auch irgendwas verkaufen. Waffen oder sonstiges. Jetzt frage ich mich natürlich, Verzeihung, jetzt frage ich mich natürlich, ob wir diese Kalaschnikow, die wir da hatten, ob wir ihm die auch verkaufen könnten. Ich denke, jetzt nicht, dass das so ultra wichtig ist, dass wir die behalten müssten. Aber es ist gut zu wissen, dass wir jetzt hier, je nachdem, was wir dem verkaufen, und Softdrink. Auch wie schön. Getränkedose. Dass wir dann dementsprechend dann. Aber wir können das auch einkaufen, okay. Wir können aber auch sehr wahrscheinlich was verkaufen. Oder geht das? Wie geht das? Puh. Kaufen. Ich will aber nicht kaufen. Ich will auf gar keinen verkaufen. Oh! Unterkühlung! Zustand, bei dem die Körpertemperatur unter die Mindesttemperatur fällt, die für das Aufrechterhalten des normalen Stoffwechsels benötigt wird. Zustand ist normal. Schwere 17%. Ist uns kalt. Okay. Sollen wir mal hier ins Lagerfeuer gehen? Ah, das hilft. Ah, guck an. Also, ein Wort doch kalt. Man hat Hunger, man hat Durst. Okay. Ja, das ist eben halt Survival, ne? Wir müssen schon auf unsere generelle körperliche Konstitution drauf achten, was da Sache ist. Und jetzt bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, aktuelle Aufgabe, wir müssen Abstecher in den Sumpf machen, aber das machen wir jetzt nicht jetzt. Weil ich muss selber mal was trinken. Das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Und dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir gucken uns beim nächsten Mal jetzt die Sümpfe an.
Bin gespannt, was da uns erwartet. Und ansonsten kann ich euch nur noch eine gute Zeit wünschen, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.